So, rein damit uns. Jawohl! Und ihr geht da direkt auf Angriff. Und dann rumpst es so ein bisschen im Karton. Sehr schön. So, irgendwas Rotes sehe ich hier aber noch auf der Karte. Genau da. Ah, da steht doch noch ein Stück Mauerchen. Gut getarnt. So, wir sind hier jetzt auf jeden Fall auch relativ safe. Das sollte uns gut bekommen. Also auf einen höheren Schwierigkeitsgrad hätten die Computergegner uns ja auch schon mehrmals versucht zu überrennen. Das kann ich euch so ganz ruhigen Gewissens sagen. Es wäre so. 1, 2, 3, 4, 5. Und da, 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 da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, das war sogar einer zu viel, ne? Ja. Sehr schön. Und was könnt ihr mal machen? Habt ihr hier noch irgendwas zum Reparieren? Ja, hier unten repariert da mal. Da habt ihr was zu tun. Da, macht das. Macht Bötchen kaputt. Los. Wir können auch ein paar Kriegsschiffe noch bauen. Das ist gar nicht mal so eine dumme. Eigentlich echt eine gute Idee sogar. Wie viele haben wir? So. Ah! Brandner! So, 1, 2, 3, 4, 5. Und Feuertrieme. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß es gar nicht. Eins, also der Brandner hat Feuerkanonen. Ich weiß nicht, ob das hier so Suizidschiffe waren. So. Erstmal das Transportschiff da ausschalten und erledigen. Aber wir sammeln uns erstmal. Wir müssen jetzt den nächsten Angriff gut planen und vorbereiten. Das sieht ja schon gut aus. Aha, da haben wir schon 40 Mann zusammen. So, die teilen wir mal so ein bisschen auf. Und gucken wir mal, wie wir sie dann... Die Tarkane... Ah, ich glaube, die werden zusammengesetzt hier. Das müssten 10 sein. So, Idune bitte nach da. So, mal gucken, wie viel wir dann haben am Ende. Ich glaube, da können wir noch ein paar von gebrauchen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Brentner. Ich kann den euch ja schon mal vorführen, was der Schönes macht. Wir werden jetzt ja sehen, ob es das Suizidschiff ist oder ob es das ist, was ich denke. Okay, Brentner sind die Suizidschiffe. Da, macht den Hafen nieder. Jawohl. Macht den Hafen nieder. Dann sehen wir da oben auch schon mal ein bisschen mehr, was los ist. Ach ja, die drei Jungs haben wieder nicht so viel zu tun. Wird lustig. Denn, oh, so ein bisschen Schaden machen sie, die kleinen Schiffchen. So. Wunderprächtig. Das muss, könnte jetzt Richtung 40 Mann gehen. So, muss ich mal gucken, ob ich hier noch... Machen wir davon auch mal eine kleine Truppe. Nehmen wir die mit. Oh, verdammt. Nee, da machen wir keine Truppe von. Weil die haben wir dann doch eine Priorität. Nummer 1. So, Brandner. Brandner. Angriff. Noch mehr Brandner. Ne, der Rest sind die Galeere. Ne, da haben wir noch einen. Ein Brandner Kasper. So.
Sehr schön. Die Reuse können wir, glaube ich, auch mal zerstören. Die brauchen wir nicht mehr. Und Jungs, ihr könnt jetzt auch den Hafen reparieren. Und Trireme, meine Güte. Das sind die mit deinem Feuerkanon, die ganz schön Schaden machen. Ah, ihr werdet es jetzt gleich sehen. Schön ist das, ne? Schönes kleines Feuerchen. So, 4, du auch noch dazu. 4 und Angriff. Macht jetzt erstmal hier alles platt. So, zack. 4 und Angriff. Und ihr seid Trupp 1, ihr seid Trupp 2. So, dann wird es jetzt mal rund gehen im Persia-Dorf. Ach Gott, das ganze Gold haben wir schon wieder abgerissen. Manometer. Ich sollte vielleicht mal ein paar Dorfbewohner in den Tod schicken. So. Wunderbar. Oh, guck mal, eine Kriegsgaleere und noch eine Kriegsgaleere. Das wollen wir doch mal sehen hier. Zack, die Dinger sind so schön schnell beim Abfackeln von gegnerischen Booten. Das ist eine wahre Pracht. Komm, ja, nieder mit dem Hafen und dann geht es ja auch langsam mit ihren Häfen gut zugrunde. Und gleich geht's hier rein. Und so langsam sollte ich einen Schluck trinken. Mein Hals fängt an zu kratzen, das ist nicht ganz so schön. So. Getrunken ist. Renn mit euch! Na komm, den da. Genau den da gleich töten. Macht die ganze Elefantenplatte. Die sind nämlich das Böseste, was ich hier im Moment an Gegnern habe. So. Krieg! Da hat uns einer den Krieg erklärt! Wahahaha! Rein da mit uns. Das muss man leider diesen Elefanten auch lassen. Sie machen echt gut Damage. So. Huch! Was macht ihr denn da? Oh, meine Schiffe sind auch zu doof, sich selbst zu verteidigen. Okay, hier gibt es ein bisschen mehr ab jetzt. So, komm. Und los, nieder. Jawohl, und jetzt rein hier. Wir müssen die Stadt stürmen. Wir müssen jetzt hier einfach reinrennen und sehen, dass wir denen ihre Grundversorgung. Das ist schon mal ein gutes Ziel hier. Ihr greift das an, ihr greift das an. Beziehungsweise ihr greift den an. Das Dorfzentrum zerstört, das ist schon mal ein guter Anfang. Komm, nieder mit dem Elefant. Dass die Schiffe auch so weit schießen können. Mach! Komm, nieder mit dir. Jawohl, komm. Renn da! Das wird eine richtig verlustvolle Schlacht noch werden. Egal, wir bauen uns jetzt wieder ein paar Brennner. So, 1, 2, 3, 4, 5. Oder Feuertrinen, sagen wir es mal so. 10 Stück davon. Das sollte erstmal ausreichen. Die setzen wir dann erstmal dahin. So, ihr Jungs, keine Ahnung, was ihr jetzt macht. Ah, stellt euch einfach da mal irgendwo hin und dreht Däumchen. Bum, 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 bum. Im Übrigen, können wir hier auch noch ein bisschen aus? Jawohl, können wir.
Ja! Dorfzentrum ist nieder! So, hier komm, Elefant weg! Wo zum Teufel ist die Burg? Wir müssen hier auf jeden Fall noch weiter rein. Das wird noch... Jetzt haben wir so eine Schlacht. Es dauert halt seine Zeit und 2 Stunden gehen immer locker flockig drauf. Das wird jetzt... Aber wir gehen hier auf die Zielgerade. Die Skythen wären wahrscheinlich ein deutlich einfacheres Ziel gewesen. So ähnlich wie die Römer, wenn ich mir das hier angucke. Aber das macht ja keinen Spaß. Da fällt mir was ein. Hast du eigentlich eine Nummer? Nö, du hast keine Nummer. Du kriegst die Nummer 8. Ja. Und dann hast du hier unten fröhlich was zu tun. Oh, war alles kaputt. So, das haben wir auch erledigt. Das ist eine Waffenschmiede. Das ist im Moment kein Ziel. Da müsst ihr hin. Und ich sollte anfangen, neue Leute auszubilden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da. 10 Stück hiervon. Halt, stopp. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, okay, voll. Und die ganzen Jungs haben hier nichts mehr zum Abbauen. So, müssen wir mal ändern, ne? Hier, baut da mal hin und dann könnt ihr da fröhlich Holz fällen. Ist das nicht schön? Oh! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Die Perser sind nieder! Ich wollte von Vater Armand mehr über diesen legendären Attila wissen, der in den Geschichten stets mehr als Monster, denn als Mensch dargestellt wird. Er war ein Mensch, erklärte der Priester. Aber er sah weder aus wie die Römer, noch huldigte er ihren Göttern. Das war der Grund für alles, was folgen sollte. Vater Armand schien von der kalten Brise, die durch die offenen Fenster der Kapelle wehte, zu erschauern. Das Königtum wurde unter den Hunnen nicht durch göttliches Recht oder Vererbung, sondern durch den stärksten Willen entschieden. Attila war der stärkste der Hunnen und bekräftigte dies, indem er eine rostige alte Klinge schwang und sie zum Schwert des Mars, dem alten römischen Kriegsgott, erklärte. Attila hatte die Angewohnheit, wild mit den Augen zu rollen, als ob er den Schrecken genoss, den er verbreitete. Er hatte eine besondere Macht über die Menschen, so dass viele sich ihm anschlossen. Viele Fremde traten seinem Rat bei, darunter Skythen, Burgunder und Goten. Am bemerkenswertesten unter ihnen war der Sohn einer angesehenen römischen Familie, der den Hunnen zur Sicherung des Friedens als Geisel geschickt wurde. Er hieß Flavius Aetius, ein Name, der nicht so schnell in Vergessenheit geraten sollte. Ja. Die erste Schlacht ist also gewonnen. Militärpunkte. Ja, ich sag doch, die Perser waren der stärkste Gegner. Was wir gemerkt haben, Wirtschaft waren wir ganz vorne, Technologie ganz vorne, gesellschaftlich alles ungefähr gleich, bis auf ja, Gesamtpunkte. Ja, wunderbar. Jetzt kann man hier sich halt noch so viele, viele Statistiken anschauen. Zum Beispiel, das ist eine Statistik, die ich nicht gerne anführe. Gefallene Einheiten. Verlorene Gebäude, Weströmische Reich, größtes Heer mit 82 waren wir. Gesammelte Nahrung, gesammeltes Holz, gesammelter Stein. Die Perser, die Hunde hatten also Stein. Guckt dann an. Dafür waren wir bei Gold ziemlich gut. Ja. Tribut gezahlt und erhalten. Naja, nicht wirklich. Feudalzeit, hier sieht man, wann man sie erreicht hat. Da waren die Perser halt deutlich schneller. Naja, sie hatten ja auch schon Zeitvorsprung. Sehr schön. Und dann noch die Zeitlinie. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die erste Mission von Age of Empires 2 der HD Edition. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst es mich wissen. Es würde mich auch freuen, wenn es euch gefallen hat, einen freundlichen Kommentar, Daumen hoch, etc. pp. Oder falls ihr noch nicht zu meinen Abonnenten gehört, ein Abo. Freut mich immer sehr, Resonanz zu kriegen. Natürlich auch Kritik, solange es in der Hinsicht geschieht, dass ihr da, hey, du, das und das könntest du vielleicht besser machen oder das und das war nicht so gut. Das ist in Ordnung, aber einfach hier Daumen runter und Pustekuchen zu feige sein, was zu sagen, das mag ich nicht und das finde ich auch immer schade, dass es solche Feiglinge doch immer wieder gibt.
Aber nichtsdestotrotz, all meine Zuschauer, die regelmäßig einschalten und auch die, die nur mal so einschalten und trotzdem meine Videos mögen, ich mag euch sehr und ja, vielleicht bis zur nächsten Runde Let's Play Age of Empires 2 oder vielleicht bei irgendeinem anderen Projekt. Man wird sehen. Vielen Dank fürs Einschalten noch einmal und auf Wiedersehen. Tschüss.